Name ist Uwe Bossert, ich bin Gitarrist der Band Ramen. Seit 12 Jahren gibt es uns und nebenher oder so in meiner zweiten Berufung bin ich Produzent und Songschreiber und hier im Moment quasi in meiner Lieblingslocation, meinem Studio, wo ich produziere, wo ich mich mit Leuten treffe, gute Sounds mache. Und hier ist der Platz, wo viel von der Musik, die ich mache und für die man mich vielleicht kennen könnte, passiert. Hier habe ich meine ganzen Traum-Amps stehen, also die ich auf der ganzen Welt zusammengesammelt habe, die ich vielleicht schon als Teenager mir zusammengespart habe und an interessanten Plätzen geregt habe. Also zum Beispiel gibt es da drüben steht ein wunderbarer 64er Fender Twin mit Originalboxen, was man wirklich, also Matching Speakers, die man wirklich, man kriegt so ein Amp sehr, sehr schwer her. Ein Amp, den ich nie auf Tour mitnehmen würde. Hier steht zum Beispiel ein wunderbarer Vox AC30, ein neuerer, aber ein wahnsinnig feiner Amp. Unten drunter ein schöner Orange, der auf vielen von unseren Ramen Songs zum Beispiel zu hören ist. Ein JTM 45, ein Marshall JCM 800, die ich immer für Produktionen, nicht nur für Ramen, auch meine eigenen Sachen und andere Produktionen verwende. Also es ist eigentlich wirklich eine große Herausforderung, ein gutes Live-Setup auf die Bühne zu bringen, weil man fängt an, man bringt irgendwie ein Amp oder zwei mit und damit man zum Beispiel den Vox-Sound haben und den Fender-Sound hat oder den Marshall-Sound original auf der Bühne hat. Man arbeitet vielleicht mit zwei- oder dreikanaligen Amps. Ich bin zum Beispiel ein Fan von Class-A-Verstärkern und von Einkanalern, Klassikern, was immer das Riesenproblem ist. Zum Beispiel, ich habe einen tollen Einkanaler ohne Master-Volume, klingt wahnsinnig. Aber wenn ich natürlich ein Solo spiele und mein Mixer, mein FOH-Mann draußen hätte mich gern 4 dB lauter, kann ich ihm das nicht bringen, weil jeder von uns weiß, wenn ich einen Booster davor hänge, vom Input-Kanal wird es nicht lauter, sondern es wird einfach mehr verzerrt. Ein Riesenproblem, finde ich, habe auch viele Kollegen auf großen Bühnen getroffen und da viel mit Leuten drüber geredet. Irgendwann habe ich mir ein System ausgedacht und zwar gibt es man kennt zum Beispiel von Marshall den Powerbreak oder ich verwende den Silencer von Tube Amp Doctor. Das ist einfach ein Gerät, das zwischen Amp und Box geschalten wird und die Power in Wärme umwandelt, damit ich den Amp voll aufdrehen kann, aber an diesem Gerät runterregel und dann habe ich einen schönen, leisen Sound. Das ist gut für die Bühne, damit nicht so viel Sound von der Gitarre aufs Mikro kommt, aber trotzdem habe ich meinen originalen Sound. Dann habe ich aber immer noch keinen Solo-Sound, das heißt, ich habe eine kleine Schaltung einbauen lassen, wo ich zwar sie zwischen zwei Schritten in 4 dB hin und her schalten kann, das heißt, ich habe eine schöne Solo-Lautstärke. Das Problem bei der Sache ist, es ist wahnsinnig teuer. Ich besitze 3 Amps für live. Die müssen zweimal existieren, weil ich in zwei Backlines arbeite. Das heißt, ich brauche 6 von diesen Geräten, 6 Umbauten, es kostet ein Vermögen. Es ist halt aber auch irgendwie keine Alternative da für mich professionell zu arbeiten, wenn ich mir diese Sachen nicht leiste. Und deswegen muss ich sagen, war ich eigentlich schon die ganze Zeit auf der Suche nach einer guten Alternative, um diesen Live-Wahnsinn ein bisschen einzudämmen. Also der Christoph Kemper ist erstmal ein guter Freund von mir, ein guter Bekannter. Wir kennen uns seitdem es unsere Band gibt, weil er baut diese wahnsinnig tollen Keyboards, die Virus-Keyboards, die hat er sich ausgedacht. Und wir haben von Anfang an zusammengearbeitet, uns immer wieder getroffen, weil unser Keyboarder diese Sounds spielt. Zum Beispiel der berühmte Supergirl-Sound kommt aus dem Gerät. Irgendwann saß ich mit ihm zusammen, es war, als wir eine Produktion in Los Angeles hatten für unser 4. Album. 2007 war das, glaube ich, und dann erzählt er mir, er baut ein Gitarren-App. Ich würde gern, dass die Originalverstärker, die du zum Beispiel in deinem Proberaum hast, dass du diese Sounds in dein Gerät reinkriegst, profilen kannst und dann mit auf Tour nehmen kannst. Also du hast diese Verstärker, die du über alles liebst, die du zusammengesammelt hast und du musst dich von diesen Sounds nicht verabschieden, sondern du kannst die in dein Gerät reinspeichern. Fand ich extrem abenteuerlich, aber ich habe zu ihm gesagt, wenn du das hinkriegst, dann fahre ich vor dir auf die Knie, weil das ist wirklich ein Ansatz, der mir als Gitarrist wahnsinnig gefällt. Ich habe ja das Problem, wenn ich ins Ausland fliege, dann muss ich immer wahnsinnig viel Übergepäck und Equipment-Transport zahlen oder wir. Und das wäre natürlich geil, wenn ich diese Sounds jetzt abspeichern würde. Klingt total fantastisch für jeden Gitarristen, der das jetzt sieht, der sagt, aber
geht ja nicht. So genau habe ich auch reagiert und meine ganzen Freunde hier um mich herum, Gitarristenfreunde, habe ich alle eingeladen, habe gesagt, schaut euch das an. Habe hin und her geswitcht zwischen dem Originalsound und dem schon aufgenommenen Sound. Man hört keinen Unterschied und zwar nicht fast keinen, sondern gar keinen. Und das finde ich schon fantastisch. Also ich bin sehr aufgeregt, deswegen muss ich wirklich sagen. Also man muss ja bei Gitarrensounds ein bisschen weiter ausholen. Gitarrensounds funktionieren ja nicht so, dass eine Gitarrenbox irgendwo steht und das ist das, was die Leute hören, sondern egal ob live oder auf Platte, man hört nicht den Gitarrenverstärker, sondern man geht mit der Gitarre in den tollen Verstärker, mit dem tollen Verstärker in eine tolle Box, die einem gefällt. Dann, das ist das, was viele vergessen, geht das in ein Mikrofon. Ich muss mir genau überlegen, will ich ein SM57, will ich ein Shure 906, will ich ein Kondensatormikrofon, was auch immer kann ich davor hängen. Es wird alles grundsätzlich anders klingen. Danach gehe ich zum Beispiel gerne in den API-Vorverstärker. Es gibt verschiedene Vorverstärker, jeder hat seine Vorlieben. Und dieser ganze Kanalzug, sage ich jetzt mal, der macht den Sound. Das ist das, was wir später auf Platte hören. Das ist das, was das Publikum draußen hört. Und ich finde, als Gitarrist muss ich mir bis zu dem letzten Gerät Gedanken machen, was muss ich da verwenden. Genauso wichtig, wie ich mich entscheide, welche Gitarre spiele ich, genauso wichtig ist es, welches Mikrofon hänge ich von Amp, welchen Vorverstärker verwende ich. Ich persönlich habe bei Gitarrensounds zum Beispiel bei einem Vox AC30 ein SN57 davor hängen, ein AK414. Die beiden sind Mischsounds. Und die gehen in einen API-Vorverstärker jeweils. Ich mische die beiden Sounds zusammen und das ergibt meinen Vox-Sound, den ich normalerweise verwende. Und das Schöne jetzt mit dem Profiler ist, dass ich mir genau diesen Sound ohne Abstriche speichern kann. Den kann ich profilen und der Profiler hat den ab dem Zeitpunkt, wo ich den gespeichert habe, für mich bereitstehen, egal ob ich jetzt hier im Studio bin oder zu meinem Kumpel fahre, weil ich bei dem jetzt in Berlin eine Songwriting-Session habe oder eine Aufnahmesession. Da ist dann der Vorteil vom Profiler, da schmeiße ich den an, da habe ich meine tollen Sounds drin, die ich mir in langer Kleinarbeit zusammengefummelt habe und kann die hier ganz schnell abrufen. Es tut einfach meinen Arbeitsprozess extrem vereinfachen. Und ich kann ja auch mal einen schönen Sound von mir präsentieren. Also zum Beispiel werde ich mal hier diese wunderschöne Gretsch los und hänge mir mal meine Lieblings-335 um. Jetzt haben wir hier zum Beispiel, schauen wir mal hier, finde ich einen ganz tollen Sound, JTM 45. Also das ist jetzt ein Fender Twin mit dem Delay, das quasi von Camper da auch schon angeboten wird. Delay ist klar, kann man alles abspeichern, sind Stompboxes drinnen. Wenn wir hier zum Beispiel mal. Das war zum Beispiel das Riff von dem Song Alright, also wird man original so auch auf Platte finden. Das war der gleiche Amp, die gleiche Gitarre, quasi die gleiche Art von Tape-Delay und so. Finde ich wunderschönen Sound, da fehlt mir eigentlich gar nichts. Auch man hat das vorhin gesehen, wo ich anspiele, also selbst wenn du mit dem Volume-Regler runtergehst oder so, was oft bei so Modeling-Amps dann der Fall war, dass das ein Problem ist, dass das dann nicht die gleiche Dynamik hat, das hast du hier nicht das Problem. Es ist wirklich der Verstärker.
wenn ich ihn live spiele, verhält sich beim Volume Potty genauso wie wenn ich den Profile, das Profile von Camper benutze. Ist einfach die gleiche Dynamik da. Ich habe jetzt, glaube ich, insgesamt drei Sounds gezeigt, die ich gemacht habe. Ich habe aber alle meine Amps geprofiled in verschiedenen Kombinationen mit Boxen, verschiedene Mikrofonpositionen, einfach so, wie ich es gern normalerweise habe. Das heißt, im nächsten Schritt werde ich damit auf die Bühne gehen und freue mich natürlich, weil ich habe es vorhin schon gesagt, ich habe 1,5 Tonnen Equipment dabei. Die würde ich gern daheim lassen und würde gern hier mit meinem kleinen neuen Freund unterwegs sein. Und ich denke, ich werde dann zu gegebener Zeit dann auch berichten, wie das gelaufen ist. Ich freue mich drauf. Mein Soundingenieur freut sich nämlich auch schon drauf, weil dann bin ich auf der Bühne nicht mehr so unglaublich laut. Und werde das dann natürlich hinten, ist das natürlich mit Aus- und Eingängen genau geregelt. Ich kann mir das dann schön auf dem Monitor geben. Ich bin eh In-Ear-Monitoring-Fan. Empfehle das auch allen Bands immer, die neu anfangen auf der Bühne viel zu stehen, nimmt In-Ear-Monitoring. Und dann hast du natürlich mit dem Gerät hier einen Top-Sound im Ohr, der so ist, wie wir uns den eigentlich im Studio gedacht haben. Ich kann bei der Produktion meine Sounds mitschneiden und habe dann genau diese Sounds auch für live zur Verfügung. Finde ich einen Wahnsinnsschritt nach vorne und ich freue mich schon drauf, wenn das jetzt bald losgeht. Ich kann auf jeden Fall einfach mal muss ich hier mal ein Riesenkompliment an Christoph Kemper und das ganze Team um ihn herum geben, was da entwickelt wurde. Also man ist so, als Instrumentalist entdeckt man wirklich nicht oft Sachen, die in der Art revolutionär sind. Bin absolut oldschool, was Gitarrensounds angeht. Ich bin ein Purist. Und trotzdem hat mich dieses neue Gerät absolut begeistert, so dass ich das im täglichen Gebrauch habe. Da sind schon meine Fingerabdrücke überall drauf und ich muss mal ein Riesenkompliment loswerden. Nicht nur irgendwas, sag jetzt mal, reproduziert, was es eh schon 15 Mal gibt, sondern mal eine neue innovative Idee und die wird uns allen sehr viel weiterhelfen.